Gut. Kurz gesagt geht es heute nicht darum, eine detaillierte Schulung dieser Vorlage durchzuführen. Diese können Sie natürlich bei uns jederzeit buchen. Vielmehr werden wir viele verschiedene Einzelthemen betrachten. Themen wie, wie gehe ich um mit den Maßnahmen oder eine andere Steuergemeinde, Leibrente, Liquiditätsplanung, Kapitalauszahlung etc. Also viele verschiedene Themen werden wir betrachten. Und ja, zeigen, wie man mit diesen einzelnen Themen umgehen kann. Gut, aber nun genug der vielen Worte. Lassen wir da mal noch alle Teilnehmer, die noch dazugekommen sind, herein. Nochmals herzlich willkommen. Sie befinden sich im Webinar Neuerungen, Tipps und Tricks zur Textwerkvorlage Finanzplanung. Wenn Sie das nicht geplant hatten, dann sind Sie falsch in diesem Raum. Aber ich denke, das wird wohl nicht der Fall sein. Genau. Ja, das sind so die Themen. Genug der vielen Worte. Steigen wir ein zum ersten Punkt. Checkliste Finanzplanung. Eine gute Finanzplanung steht und fällt natürlich mit dem Vorhandensein der nötigen Unterlagen. Ganz bestimmt natürlich so Steuererklärung, Pensionskassenausweise und so weiter, all das ist relevant. Wir haben eine Checkliste erstellt, eine Checkliste, die Ihnen helfen soll, die Unterlagen zusammenzutragen. Wenn Sie die noch nicht kennen, dann werden Sie diese im Nachgang dieses Webinars erhalten per Mail. Wie gesagt, wir werden ja auch das Webinar aufzeichnen und auch da werden Sie den Link zum Video dann erhalten. Genau, also die Checkliste Finanzplanung, sehr wertvoll. Und da gibt es einen Punkt darauf, nämlich die Budgetaufstellung. Die Budgetaufstellung ist ja das, was, was der Kunde, das ist die Aufgabe des Kunden, sein Haushaltsbudget, sein Jahresbudget zu erstellen, ganz wichtig. Und da tun sich viele Leute schwer. Wir haben dazu eine Hilfsdatei erstellt, die nennt sich Haushaltsbudget. Und das ist eine sehr interessante Datei, eine interessante Vorlage, die Sie nutzen können. Und zwar finden Sie die unter anderem jetzt aktualisiert, habe ich gesehen, die hat früher etwas anders ausgesehen, auf dieser Seite budgetberatung.ch. Und diese Vorlage, die fasst da die einzelnen Budgetposten zusammen zu solchen Kategorien, Wohnkosten, Eigentum, Energie, Kommunikation etc. Und im Finanzplanungstool haben Sie ja die Möglichkeit, eine Budgetvariante zu wählen über die Auswahl hier unter Einstellungen. Und wenn Sie Budget 2 wählen, dann erhalten Sie eben genau diese Budgetkategorien, die Sie auf dieser Vorlage finden. Und so können Sie quasi die Angaben des Kunden eins zu eins in die Finanzplanung übertragen. Genau. Das wäre eigentlich die Idee. Und jetzt, ja, wie sieht das aus? Ich öffne da mal diese Datei. So. Also das wäre so diese Vorlage. Die gibt es natürlich auch als Excel-Datei. Also, zum einen haben wir diese Vorlage, früher hat die so ausgesehen, die kann man natürlich in Papierform abgeben oder eben auf budgetberatung.ch bekommen Sie dann diese modernere Version, die da so grün irgendwie genau gemacht wurde. Aber wir haben eine Excel-Datei und die Excel-Datei, das ist natürlich spannend, da kann der Kunde seine Angaben reinschreiben, was da seine Ausgaben sind und die Totale für diese einzelnen Kategorien, die werden dann gleich automatisch gemacht. Diese Vorlage hat auf der Folgeseite eine Zusammenfassung und die Zusammenfassung bietet Ihnen die Möglichkeit, die Daten jetzt per Copy and Paste zu übernehmen in die Finanzplanung. Und wir schauen das gleich an. Die Finanzplanung haben wir hier offen. Wir gehen auf das Register Ausgaben.
Hier haben wir die Möglichkeit, die Ausgaben einzugeben. Unter Einstellungen, wie ich das erwähnt habe, wählt man hier Budget 2, damit man bei den Ausgaben auch die relevanten Kategorien drin hat. Und jetzt kann ich da mal schnell das auf die Seite schieben. So. Und wie geht das jetzt? Ich markiere einfach den Bereich der Ausgaben, mache mit Ctrl-C ein Copy, wähle dann hier die oberste Zeile und füge das per Ctrl-V wieder ein oder mit Paste. Und was ich dann noch gerne mache, ist, ich sage, ich wähle nur die Werte, ich möchte nicht die Formatierung übernehmen, damit ich eben im Finanzplanungstool dann in der gleichen Formatierung bleibe. So, da kommen immer noch neue Teilnehmer, die lasse ich da noch rein. So, jetzt haben wir die Ausgaben übertragen. Wir öffnen dazu noch die Folgezeilen 11 bis 20, weil wir haben da mehr Kategorien. Und jetzt kann man natürlich per einfache Eingabe noch das Jahr reintun. Also ich markiere hier den ganzen Bereich, schreibe 2022 und mit Ctrl-Enter, also nicht mit Enter. Enter ist die Eingabe für eine Zeile, aber mit Ctrl-Enter füllen Sie einen Wert in den ganzen Bereich ein. So, jetzt habe ich die Ausgaben schon übertragen. Die Idee ist die, dass Sie, wenn Sie mit dieser Vorlage arbeiten, Sie haben da am Schluss ein Saldo. Und die Idee ist natürlich, wenn Sie dann die ganzen Vermögenswerte und alles erfasst haben, dass Sie genau auch auf diesen Saldo kommen. Und das ist wichtig, damit eben der Kunde sich wieder erkennt. Der kann dann sagen, genau, das ist ja mein Haushaltsbudget, 1:1 in der Finanzplanung, der gleiche Budgetsaldo, das passt alles. Okay, Sie sehen, ich habe hier nur diesen oberen Bereich gewählt, um die Ausgaben zu übertragen. Das sind eben Ausgaben, die man unter Ausgaben eingibt, wie zum Beispiel Wohnkosten Eigentum 5.000. Wir sehen aber auf dem Budget selber hat der Kunde bei den Wohnkosten mehr Angaben gemacht, nämlich 12.200. Wir haben nur in Anführungszeichen 5.000 übertragen. 7.200 Franken kommen eben nicht in das Register Ausgaben, sondern das sind ja Ausgaben quasi, die sich aus dem Vermögen ergeben. Also wenn er dann die Hypothek erfasst und den Zins dort eingibt, dann werden die Hypothekarzinsen automatisch generiert. Okay, also das ist eine interessante Vorlage, die Ihnen helfen kann und dem Kunden natürlich das Jahresbudget zu erstellen und Ihnen die Möglichkeit gibt, die Daten dann per Copy-Paste in die Finanzplanungsvorlage zu übertragen. Okay, genau, dann gehen wir gleich weiter und zwar. Genau, das ist eben quasi die Zusammenfassung nochmals, diese Hilfsdatei als PDF oder besser als Excel-Datei, damit der Kunde seine Ausgaben erfassen kann und sie mit Copy-Paste dann diese in die Finanzplanung übertragen. Punkt 3, ja eben auch dieses Dokument erhalten Sie dann im Nachgang. Genau, Punkt 3. Ich habe mal gesehen, es wäre noch sinnvoll, Schritt für Schritt eine kleine Anleitung zu erstellen. Wie gehe ich da genau vor mit dieser Finanzplanung? Wie komme ich am schnellsten auf zum Ziel, also zu einer Finanzplanung selber? Und ich habe da so einen Zweiseiter, einen Prozessablauf erstellt. Da wird einfach wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie gehen Sie vor, damit Sie so schnell wie möglich zu einer Finanzplanung kommen. Die Philosophie ist ja die, dass man zuerst quasi die Ausgangslage erstellt, also eine Ist-Situation und das ist dann die nicht optimierte Situation. Also dort mache ich keine Steuer- oder sonst Finanzoptimierungen. Und dieser Ist-Situation, also der Ausgangslage, stelle ich eine optimierte finanzplanerische Version, ein optimiertes Szenario zur Verfügung. Und so kann dann der Kunde sehen, was sind da die Vorteile finanziell oder er sieht, was es bedeutet, wenn er sich frühzeitig pensionieren lässt oder wie auch immer. Genau. Also dieser Prozessablauf ist sehr interessant, alles schön detailliert beschrieben. Auch diese Vorlage werden Sie im Nachgang des Seminars erhalten. So, jetzt muss ich mal schauen, sind alle an Bord sozusagen, genau.
Und ja, tipptopp. Gut, nächster Punkt, Punkt 4, Güter- und Erbrecht, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung. Da ist so, dass Sie unter Grundlagen finden Sie seit einiger Zeit verschiedene Dropdown-Listen. Hier haben Sie die Möglichkeit, quasi den Maßnahmenplan zu ergänzen. Und zwar können Sie für diese Themen, Ehevertrag, Erbvertrag etc., haben Sie drei Auswahlmöglichkeiten. Sie können sagen, ich will das Thema gar nicht behandeln in meiner Finanzplanung. Dann lassen Sie es einfach weiß und lassen Sie es weg. Oder Sie sagen, nein, Erbvertrag, Testament, der ist vorhanden. Wenn Sie das so auswählen, dann erscheint dann auf dem Maßnahmenplan Ehe, Erbvertrag, hier Erbvertrag, Testament, sorry, überprüfen. Also wenn Sie es auswählen, Sie sagen, es ist vorhanden, erscheint auf dem Maßnahmenplan, wir sollten das mal überprüfen. Und wenn Sie sagen, nicht vorhanden, wenn Sie das auswählen, erscheint dann halt entsprechend Vorsorgeauftrag erstellen, Patientenverfügung erstellen. Schauen wir das mal gleich an. Ich gehe da zurück in die Finanzplanung. Unter Grundlagen finden wir das hier unten. Erstmal einblenden hier. So, hier können Sie das auswählen. Und eben sage ich jetzt vorhanden, vorhanden und nicht vorhanden, nicht vorhanden als Beispiel. Gehe zu den Maßnahmen, nicht zu diesen, aber zu diesen hier. Und generiere hier diesen Maßnahmenplan. Und dann werden Sie feststellen, da kommt jetzt das. Hä? Ist das so drin, wie gesagt. Genau, das einfach als kleiner Hinweis. Wir bleiben gleich bei den Maßnahmen. Hier wieder Wartebereich. Alle zulassen. So. Ich sage jetzt mal, eine längere Zeit gab es Maßnahmen nur für die Ausgangslage, respektive nur für die Finanzplanung hier. Und dann kam der Wunsch auf, dass man eben auch für die Ausgangslage Maßnahmen generieren möchte, damit man das etwas unterscheiden kann. Ich habe das neu eingebaut im Register 1 Maßnahmen. Da gab es früher eine andere Liste, die wurde nicht so häufig gebraucht. Und jetzt ist die vorhanden. Das heißt, Sie können jetzt sowohl für die Ausgangslage auch als für die Finanzplanung können Sie eine Maßnahmenliste automatisch generieren. Wir können das auch mal noch schnell anschauen hier. Wir sind jetzt im Register I3 Maßnahmen für die Finanzplanung, aber eben hier unter I1 finden Sie nochmals quasi das Pendant für die Ausgangslage. Auch hier kann ich sagen, Maßnahmen generieren und kann das da einfügen. Und ja, das funktioniert dann genau gleich wie bei der Finanzplanung. Was Sie natürlich immer die Möglichkeit haben, ist, dass Sie Maßnahmen selber auch erfassen können im Register Maßnahmen. Das ist das letzte grüne Register Maßnahmen. Hier können Sie eigene Maßnahmen erfassen, die dann automatisch auch übernommen werden, wenn Sie die da haben wollen. Wir sehen Sie hier zum Beispiel Detailbesprechung Anlagen, Überprüfung Finanzplan. Das kommt also da rein. Sie können auch auf diesem Blatt arbeiten. Sie können da reinschreiben, Sie können formatieren etc. Sie können löschen, Sie können da sagen, ich beginne AHV-Rente, wünsche einen schönen Ruhestand als Beispiel. Aber der Punkt ist halt, wenn Sie die Maßnahmen wieder neu generieren, dann wird das überschrieben. So verschwindet das wieder und darum eben diese Möglichkeit, Maßnahmen selber zu erfassen, die dann eingebaut werden entsprechend. Sie haben unter den Einstellungen, haben Sie noch die Möglichkeit, hier unten gewisse Maßnahmen zu unterdrücken oder zuzulassen. Ich habe jetzt zum Beispiel AHV-Beiträge, Nichterwerbstätige, habe ich ausgeschaltet. Wenn ich das einschalte und ich habe ja in meinem kleinen Musterfall, der ist sehr überschaubar, 2 Personen, habe ich die Geburtstage eingegeben und sobald natürlich Personen vorhanden sind, wird das System automatisch erkennen, dass AHV-Beiträge geschuldet sind. Und Sie sehen jetzt, erscheint da diese Liste mit diesen AHV-Beiträgen für Nichterwerbstätige, weil ich kein Einkommen erfasst habe, sind natürlich dann die Minimalbeiträge geschuldet. Genau. Sie können auch
gewisse Zeilen löschen, wenn Sie sagen, das interessiert mich nicht, ich brauche jetzt zum Beispiel diese Angaben hier nicht, dann können Sie die einfach löschen und dann, damit es dann keine Lücke gibt, können Sie die Maßnahmen neu sortieren. Dann ist es wieder schön dargestellt. Machen Sie das einfach ganz am Schluss, weil wenn Sie dann ganz spontan erkennen, dass Sie doch noch eine Maßnahme einbauen möchten, dann und diese dann generieren, wird natürlich das ganze Sheet wieder neu erstellt. Und dann haben Sie auch die Einträge, die Sie manuell gelöscht haben, haben Sie wieder drin. Genau. Das so ein paar Tipps für die Maßnahmengenerierung, eben die Ausgangslage ganz neu und eigene Maßnahmen erstellen, indem dass Sie hier auf Maßnahmen auf diese Schaltfläche klicken und dann kommen Sie auf dieses sechste grüne Eingabefeld der Finanzplanung. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, andere Steuergemeinde. Es kann ja vorkommen, dass man, dass der Kunde sagt, es wäre schön, quasi auf den Ruhestand hin umzuziehen, ins Tessin oder so. Und diese Möglichkeit haben Sie natürlich, dass Sie da eine andere Steuergemeinde definieren können. Ich habe jetzt da auf dieser Präsentationsfolie, habe ich mal das Tessin gewählt und Sie sehen dann, auf der Finanzplanung wird dann in diesem Jahr 2031 dann umgeschaltet, quasi ab 2031 werden die Steuern gerechnet mit dem neuen Domizil, Brisago hier in diesem Fall. Und da, ja, das finden wir natürlich auch, wenn wir das in der Finanzplanung anschauen, voilà, haben wir das hier unter Grundlagen. Das wäre dann dieser Bereich hier. Wichtig ist hier, wenn Sie sagen, ja, mache jetzt da diesen Umzug, wähle zum Beispiel Tessin und gehe nach Brisago, Brisago und dann ab 2031 und die aufmerksamen Teilnehmer werden feststellen, das habe ich falsch geschrieben. Ich gehe mal schauen, was das bedeutet. Das bedeutet eben, dass dann Taxware unzufrieden ist oder eben die Vorlage, respektive die Steuerfunktionen können nicht berechnet werden, weil es eine Falscheingabe ist. Also da muss man drauf achten. Wenn Sie diese Zahl sehen, dann ist irgendwie fehlt ein Geschlecht oder ein Domizil ist falsch geschrieben. Jetzt wie in diesem Fall hier würden wir das dann korrigieren und dann sollte das dann behoben sein. Genau. Dasselbe ist auch, wenn Sie sagen, wir gehen zum Beispiel in den Kanton Zug und nach Rotkreuz. Herr Rotkreuz, von da findet jetzt gerade dieses Webinar statt. Rotkreuz gibt es natürlich, aber trotzdem ist die Vorlage unzufrieden mit dieser Gemeinde und der Grund liegt einfach darin, dass Rotkreuz keine politische Gemeinde ist, sondern sie gehört zur politischen Gemeinde Riesch und dann wird das auch richtig gerechnet. Also da einfach auch darauf achten. Wenn Sie unsicher sind oder ja denken, wie schreibt man das jetzt ganz genau, haben Sie natürlich die Möglichkeit, das in Taxware selber zu überprüfen. Also sprich, Sie geben in Taxware die gewünschte Gemeinde ein, Rotkreuz jetzt als Beispiel in diesem Falle, oder via die Postleitzahl 6343 und dann sehen Sie schon, es gibt da mehrere Gemeinden unter dieser Postleitzahl. Und wenn ich Rotkreuz wähle, gibt Ihnen Taxware dann die korrekte Schreibweise der politischen Gemeinde an. Und das würde man dann dort übernehmen. Genau. Hier muss man noch darauf achten, wenn der Kunde sagt, schau mal, lieber Finanzplaner, ich werde so oder so, wenn ich mich pensionieren lasse, nach Brisago umziehen. Also in jedem Fall, es ist keine Option, ich mache das zu 100%, dann würde ich empfehlen, dass Sie eben das auch für die Ausgangslage einbauen. Weil dann ist es ja keine Option, es ist nicht ein, was wäre, wenn ich umziehen würde, sondern ich mache das sakrosankt und dann macht das Sinn, dass Sie es für beide Varianten eingeben. Gut, kommen wir zu einem nächsten Thema. Ich mache da viele Knöpfe, genau, so. Umgang mit Verrechnungssteuer bei erstmaliger privilegierter Dividende. Das ist ein ganz interessantes Thema natürlich. In der Finanzplanung könnte man oder kann man, wird man auch, tut man Dividendenstrategien abbilden. Und die Frage ist, wie
geht das jetzt genau mit diesen Zahlungsströmen? Wir unterscheiden ja wirklich ganz genau eine Liquiditätsansicht hier von einer Steueransicht. Und stellen wir uns vor, wir haben da eine Dividendenstrategie geplant mit 100.000 Franken für ein paar Jahre. Dann ist ja so, dass im ersten Jahr nur 65.000 Franken effektiv, also nur in Anführungszeichen, fließen, weil ja 35.000 Franken an die eidgenössische Steuerverwaltung gehen. Und somit, was die Liquidität betrifft, verfügt der Kunde effektiv über 65.000 Franken. Jetzt wäre es natürlich falsch, schon zu Anfang an 65.000 hier einzugeben, weil die Besteuerung läuft ja auf den 100.000. Also ist die korrekte Eingabe, ich gebe die 100.000 Dividende ein, aber muss jetzt quasi mir überlegen, wie korrigiere ich das mit der Verrechnungssteuer. Und da gibt es verschiedene Wege. Ein Weg kann ich Ihnen zeigen heute. Und zwar gehen wir hier mal zu den Einnahmen und sagen, wir haben hier jetzt eine Dividende von 100.000 Januar 2022 bis, sagen wir, Ende 2027. Genau, das wären jetzt hier sechs Zahlungen, sechsmal die 100.000 Franken, die da hereinfließen. Und das können wir hier auf der großen Tabelle auch anschauen. Wir haben hier diese Dividende drin. Aber eben, dem Kunden stehen ja nur 65.000 Franken zur Verfügung im ersten Jahr. Wie machen wir das? Wir können das am elegantesten lösen, indem wir bei den Einstellungen hier einen Posten diverse Einnahmen als Verrechnungssteuer bezeichnen und jetzt bei der Steuerbetrachtung diesen Wert auf 0% setzen. Weil wir haben ja im letzten Jahr kommen ja von den letzten 100.000 Dividende, dann im Folgejahr wird das zurückvergütet, diese 35.000, und die dürfen ja dann nicht besteuert werden. Also hier dürfen ja dann kein steuerbares Einkommen erscheinen. Also sage ich, ich habe einen Posten Verrechnungssteuer mit 0% steuerbar und mit dem arbeite ich jetzt. Den kann ich jetzt auswählen. Ich sage hier, Person 1 hat 35.000 zu bezahlen. Das wäre ein bisschen viel. He? Im ersten Jahr 2022 bis 2022, also quasi 35.000 gehen da weg. Und dann nach dem letzten Jahr, also im Jahr 2028, gehen dann 35.000 so wieder dazu. Und jetzt haben wir dieses klassische Bild hier. Hier haben wir die 65.000 drin und hier die 35 oder besser anzuschauen auf der großen Tabelle hier, sehen wir die Verrechnungssteuer 35 und die wird im letzten Jahr dann wieder gut geschrieben. Und in den Jahren dazwischen ist es ja so, dass quasi die beiden Beträge sich aufheben. Es sind zwar wiederum 35.000 geschuldet, aber es werden ja 35.000 zurückerstattet. Somit liquiditätsmäßig ist das ein Nullsummenspiel. Und bei der Steuerbetrachtung haben wir dann, je nachdem in welchem Kanton das wir dann sind, haben wir dann die korrekte Besteuerung der Dividende berücksichtigt. Beim Bund zum Beispiel 70%. Gut, aber das ist eine der Möglichkeiten, wie Sie das abbilden können. Es gibt auch da natürlich verschiedene Wege. Gut, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wir haben ja die Möglichkeit, auch Versicherungen logischerweise zu erfassen in der Finanzplanung. Und hier gibt es dieses ominöse Ende 2 hier hinten. Und da hat man sich vielleicht auch schon gefragt, was hat es mit dem auf sich? Nun ist es so, das betrifft Leibrentenversicherungen. Es gibt ja da ein Urteil des Bundesgerichts da seit ein paar Jahren. Und darin ist quasi vorgesehen, dass eben das ganze Reinvermögen der Vermögensteuer unterliegt. Und das betrifft natürlich auch Leibrenten, respektive der Rückkaufswert von bereits laufenden Leibrenten. Und zwar dann, wenn eben ein Rückgewähr vorhanden ist. Also wenn man das nicht verbrauchte Kapital wieder auszahlen könnte, im Todesfall zum Beispiel.
Also muss ich das ja berücksichtigen in der Finanzplanung. Und für das habe ich eben dieses Feld Ende 2. Wir schauen gleich mal an, wie das da funktionieren würde. Also mal angenommen, wir haben da bei einer Versicherungsgesellschaft haben wir eine Leibrentenversicherung abgeschlossen. Wir starten da mit, keine Ahnung, 50.000 und ja, 2022. Und das Ende sei dann 2025 als Beispiel, Endkapital 180.000. Ganz wichtig, es ist keine 3a, sondern es ist eben eine 3b. Und die Jahresprämie sei 15.000 Franken, Laufzeit noch 2 Jahre. Genau, also sehen wir hier jetzt, wir haben hier noch eine Bemerkung, wenn Sie eine Jahresprämie eingeben für einfach einmalig, dann bezieht sich das immer auf das aktuelle Jahr. Und mit Laufzeit geben Sie dann noch an, wie viel zusätzliche Prämien kommen da noch dazu. Also haben wir gesamthaft 3. Die letzte 2024, weil ja im Jahr der Auszahlung keine Prämie mehr geschuldet ist. Es ist ja vorschüssig. So, und jetzt sehen wir diese 180.000, die werden nicht ausbezahlt, weil es ist eine Leibrentenversicherung von diesem Herrn oder von dieser Dame, sondern sie würden jetzt quasi unter Einnahmen, würden sie ja dann die Leibrente selber erfassen, die dann zu 40% besteuert wird. Aber das ist hier jetzt gerade nicht das Thema, sondern das Thema ist, wenn das eine Leibrente ist mit Rückgewähr, dann muss das ja steuerlich richtig berücksichtigt werden. Und so haben wir hier eben dieses Feld Ende 2. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, im Jahr 2040 habe ich keinen Rückkaufswert mehr. Also dann ist dann die Versicherung quasi leer, das Geld aufgebraucht. Und bis zu diesem Zeitpunkt wird halt dann der Rückkaufswert steuerlich richtig berücksichtigt. Und ja, und so haben wir dann diesem Anspruch hier, diesem Urteil des Bundesgerichts auch Genüge getan. Genau, also dieses ominöse Ende 2 braucht man bei Leibrentenversicherung mit Rückgewähr auf Basis 3b, um eben die Besteuerung des Rückkaufswertes sicherzustellen. Gut. Nächster Punkt, Kauf einer Immobilie im aktuellen Jahr mit Fremdfinanzierung. Das ist etwas, das über viele Jahre konnte man das nicht wirklich sauber und elegant abbilden. Aber es kann ja vorkommen, Sie erstellen einen Finanzplan und der Kunde sagt Ihnen, dieses Jahr noch will ich ein Haus kaufen und bitte berücksichtige das in der Planung. Und das ist Gesetz, das machen wir. Und wie bilden wir das ab? Wir haben hier ein kleines Modell, sage ich mal, Musterfall. Das Eigentum koste 1.500.000, Kaufdatum 1. Juli, Steuerwert 1 Million, Eigenmietwert 40.000, Unterhaltsabzug 4.000. Die Finanzierung läuft jetzt 300.000 Eigenkapital und 1,2 Millionen Fremdkapital. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir hier bei den Immobilien mal sagen, wir haben hier ein Einfamilienhaus. Das wollen wir kaufen. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Geld. Sagen wir mal, der Kunde hat 350.000 zur Verfügung. Hier ist natürlich ein bisschen weggegangen wegen dieser Prämie, die wir da oben erfasst haben. Das ist nicht so relevant. So. Typ selbst genutzt. Verkehrswert haben wir gesagt 1.500.000. Steuerwert ist 1 Million und das Kaufdatum ist 1. Juli 2022. So, und jetzt sehen wir normalerweise, wenn Sie eine Immobilie erfassen mit einem älteren Datum, also eine bestehende Immobilie, sage ich jetzt mal, dann genügt diese Eingabe, damit die Immobilie erscheint mit dem Verkehrswert. Wenn wir aber sagen, die kommt erst noch, diese Immobilie, dann nützt das Feld Verkehrswert hier eigentlich nicht viel, sondern es wird jetzt über das Feld Kaufpreis wird das gesteuert. Eigenmietwert sei 40.000 und eben der Kaufpreis 1.500.000 Franken. Jetzt achten Sie bitte hier oben, wenn ich das eingebe, diese 1,5 Millionen, dann werden diese direkt und vollkommen dem Liquiditätskonto belastet. Also das wäre jetzt eine Vollfinanzierung
wenn genügend Vermögen vorhanden wäre. Jetzt brauchen wir hier noch eine Gemeinde, sagen wir mal Ermatingen. Nein, wir wollen nach Brisago. Das hat keine Rolle. Kanton Tessin. So, genau. Unterhaltsabzug noch 4.000. So, und jetzt fehlt mir natürlich jetzt noch das Fremdkapital der Bank, also die Hypothek kommt ja dann auch noch im laufenden Jahr. Also gehe ich hier unten zu den Passiven und sage, bei der Bank nehme ich eine Hypothek auf. Der Startwert sei 1.200.000. Und früher hatten sie nur dieses Feld Beginn. Und wenn man hier 2022 reinschreibt, dann sagt das Tool, ja, du hast jetzt da eine Hypothek, die besteht schon. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen, weil wir wollen ja Neugeld generieren. Das heißt, wir arbeiten hier nicht mit dem Startwert, sondern dazu gibt es eben dieses Feld hier hinten, Zufluss Year to Date, also wie viel Geld fließt jetzt, wie viel Hypothekargeld fließt da neu hinzu. Und da kann ich jetzt diese 1,2 Millionen eingeben und jetzt sehen Sie, jetzt ist dieses Geld eingegangen auf dem Liquiditätskonto. Und somit besteht jetzt diese Hypothek und diese Liegenschaft, die ist jetzt da gegeben. Zins können wir noch eingeben, 1%. Und genau, und wenn Sie jetzt die Vermögensbilanz betrachten, also quasi der heutige oder der Zustand, die Vermögenssituation des Kunden per 1. Januar 2022, dann sehen wir, dass eben diese Liegenschaft nicht vorhanden ist, logisch. Die wird ja erst noch gekauft, auch die Hypothek ist nicht vorhanden. Das wird jetzt also sehr schön dargestellt. Aber wenn Sie auf die Vermögensentwicklung gehen, dann sehen wir, dass jetzt eben hier diese Immobilie dann per Ende Jahr, diese Werte hier beziehen sich ja immer auf den 31. Dezember, also diese Immobilie und die Finanzierung ist jetzt vorhanden. Genau. Das also die Möglichkeit, nicht nur im aktuellen Jahr natürlich, Sie können auch in zukünftigen Jahren das darstellen. Das funktioniert dann auch. Gut. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Schönheitsfehler, sage ich jetzt mal. Wir haben ja gesagt, für diese Hypothek 1,2 Millionen haben wir einen Zins 1% und die Hypothek beginnt am 1. Juli. Das heißt, der Zins, der effektiv geschuldet ist, ist ja nur für 6 Monate geschuldet im ersten Jahr, 6.000 Franken. Das Tool, wenn Sie das so eingeben, rechnet aber 12.000 Franken hier. Und dazu haben Sie eben hier die Möglichkeit mit der Zinskorrektur, das dann eben anzupassen und sagen, im Jahr 2022 ist dann übrigens der Zins noch 6.000 Franken weniger. Gut. Das mal so viel zu den Immobilien. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nächster Punkt, BVG, Umgang mit Sparbeiträgen bei Pensionskassen. Auch hier hat es vor noch nicht allzu langer Zeit eine Änderung gegeben. Und zwar war es so, dass wenn Sie quasi einen Beitrag erfassen hier, dann wird ja dieser Beitrag oder wurde dieser Beitrag immer für das Ganze für jedes Jahr gleich hoch eingegeben, respektive berücksichtigt. Und neu ist es eben so, dass Sie, dass wir im letzten Jahr den Sparbeitrag monatsgenau rechnen, in Abhängigkeit des Geburtsdatums. Und wir schauen uns das mal an. Jetzt genau, sehen nichts. Ja, ich denke, Sie sehen immer noch meinen Bildschirm. Gut, schauen wir das mal an. Wir haben hier bei der BVK eine Pensionskasse, 600.000 Franken, Beginn 2022 bis 2031. Das ist ja dieser kleine Musterfall, den ich da erfasst habe. Und der Kunde ist ja dann hier 65. Und in diesem Jahr, wenn Sie jetzt einfach sagen, Beitrag 50.000 Franken, dann ja, sehen Sie dir, dass diese 50.000 dann immer genau quasi erfasst werden für jedes Jahr. Aber im letzten Jahr ist es eben pro rata temporis in Abhängigkeit des Geburtsdatums. Schauen wir das mal schnell an.
sagen wir, er hat im Juni Geburtstag, das heißt genau ein halbes Jahr wird er noch Beiträge zahlen müssen und somit werden da nur 25.000 berücksichtigt. Also das, damit das sehr genau, möglichst genau, sage ich jetzt mal, berechnet werden kann. Schlussendlich machen Sie ja Folgendes, Sie geben den Zins ein und sagen dann, je nachdem, nimmt er eine Rente oder nimmt er keine Rente. Und das Tool berechnet Ihnen anhand diesen Angaben dann den Endwert. Und wenn Sie auf den Leistungsausweis schauen, Sie sehen, dort steht 1.170.000 Franken, dann haben Sie ja die Möglichkeit, mit dieser Hilfszelle hier zu arbeiten, dass Sie eben hier den Endwert eingeben und dann auf den Zinsknopf drücken und dann wird eben hier der Zins berechnet, damit Sie ganz genau auf diese 1.170.000 Endwert kommen. Und dann ja, geht es ja weiter, dann gehen Sie zurück zu den Einnahmen und haben jetzt hier mit dem Umwandlungssatz gemäß Leistungsausweis dann die Rente für den Kunden abgebildet. So, jetzt, das, ich denke, ist soweit klar. Kommen wir zum zweiten Punkt in diesem Bereich, die Sparbeitragsstaffelung. Das kennen Sie, ich gehe mal davon aus, das ist Ihnen sehr gut bekannt. Je nach Alter werden unterschiedlich hohe Sparbeiträge in die Pensionskasse fließen. Hier jetzt liegt die klassische Sparbeitragsstaffelung 17, 15, 18%. Und wenn Sie einen Finanzplan erstellen mit einem Kunden, der jünger ist, dann kommen Sie halt mit diesem pauschalen 50.000, kommen Sie nicht genau auf das Endkapital. Vielleicht ist es gewünscht, dass Sie wirklich diese Sparbeitragsstaffelung abbilden wollen. Und dann können Sie das natürlich tun. Und zwar arbeiten Sie dann einfach nicht mit diesem Beitragsfeld hier, sondern Sie arbeiten mit den Eingabefeldern weiter unten und ich werde diese jetzt mal gleich anzeigen. Dazu werde ich aber die Fixierung neu setzen. Ich nehme da mal die Fixierung raus und mache das mal ein bisschen höher. So. Und fixiere das wieder. Ja, nicht hier, nur vielleicht hier. So. Sie wollen exakt die Sparbeiträge für jedes Jahr eingeben können. Das heißt, Sie erfassen die Pensionskasse ohne Beitrag, aber den ganzen Rest, das Feld hier brauchen wir nicht. Und dann gehen Sie hier unten, haben Sie ja diese Ebenen mit den Umschichtungsmöglichkeiten und hier gibt es eben diesen Bereich Umschichtung Vorsorge Kapitalien von auf, respektive auf von. Grundsätzlich braucht man dieses Feld für steuerfreier Übertrag von zum Beispiel dritter Säule auf zweite Säule. Aber das Feld kann auch verwendet werden, um eben jetzt die Pensionskasse hier von unserem Peter mit den richtigen Beiträgen abzufüllen. Und da kann ich jetzt eingeben 12.000, 12.000 und so weiter. Und bis zum Rest, bis 2031 oder wie lange es dann ist, zum Beispiel 15.000 oder 18.000 oder was es dann auch ist. Also Sie sehen, wenn Sie nur den Empfänger, nur das Empfängerkonto auswählen, also auf diese Pensionskasse wird jetzt dieser Beitrag bezahlt und kein Bezugskonto auswählen, dann können Sie hier unten die Beiträge eben genauso erfassen, wie sie in der Sparbeitragsstaffelung dann vorkommt. Und am Schluss geht es nur noch darum, dann den Zins noch einzugeben. Und dann sollten Sie, wenn alles gut läuft, dann auch hier dann eigentlich ganz genau auf dieses Endkapital kommen. Auch hier haben Sie natürlich dann wieder die Möglichkeit, mit dem Zins, mit der Justierung des Zinses zu arbeiten. Gut. Ja, die Zeit verfließt und wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber wir bewegen uns darauf hin. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Sparbeitragsstaffelung, wie gesagt, nicht mit diesem Feld da direkt hier, sondern eben mit der Möglichkeit, hier das da abzubilden. So, nächster Punkt, Liquiditätsplanung. Ist eine wichtige Aufgabe für Sie als Finanzplaner. Sie sind damit beauftragt, einen Plan zu erstellen und müssen natürlich dann auch immer schauen, habe ich die Liquidität im Blick oder wie sieht das aus bei meinem Kunden?
Hier jetzt in diesem Falle ist zwar genügend Vermögen vorhanden, aber die Liquidität auf dem Konto ist nicht gegeben. Also schaue ich natürlich mit entsprechenden Maßnahmen, dass ich, sobald zu wenig Geld vorhanden ist, dass ich da wieder Liquidität zur Verfügung stelle. Es gibt eine neue Auswertungsseite im Finanzplan, also neu eben ist auch irgendwann mal dazugekommen, hier hinten Liquiditätsplanung. Und diese Seite finde ich noch sehr interessant, weil das ist so eine Zusammenfassung der Vermögenssituation plus eben Berücksichtigung von Einnahmen-Ausgaben-Saldo. Und wir sehen hier jetzt zum Beispiel das Defizit, der Saldo, der da vorhanden ist, und müssen natürlich da sicherstellen, dass genügend Liquidität dann auf den Konten verfügbar ist. Und dazu gibt es natürlich klassisch in der Finanzplanung, gibt es ja diese Etappenplanung, das kennen Sie vielleicht, eine Liquiditätsplanung mit Anlageetappen. Wie geht das vor sich? Man bildet Anlagetöpfe, ein Topf 1, ein Topf 2, ein Topf 3. Und diese Anlagetöpfe werden dazu verwendet, entweder Liquidität gerade zur Verfügung zu stellen oder eben das noch nicht benötigte Kapital zum Wachsen zu bringen, je nachdem mit ausgewogenen oder dynamischen Strategien in Abhängigkeit der Laufzeit, die Ihnen da zur Verfügung steht. Also man unterteilt die Pensionsphase in Etappen und stellt dann rechtzeitig Kapital zur Verfügung. Und das konnte man bisher abbilden, aber man konnte es nicht, ich sage jetzt mal, sehr verständlich oder schön oder klar darstellen. Und mit diesem Liquiditätsplan ist das jetzt eben neu möglich. Machen wir dazu ein Beispiel. Ich gehe da mal in die blaue Variante. Gehen wir mal davon aus, wir haben hier irgendwo auf einer Bank etwas Geld, sagen wir mal ein Sparkonto, haben wir 600.000. Und 150.000 zu Beginn irgendwo, ein bisschen Geld, genau. Und ja, das bringt natürlich nicht viel, im Gegenteil muss er sehr wahrscheinlich noch was zahlen dafür, aber okay, 0, 0, 0. So, jetzt mache ich auch Folgendes, ich schalte hier die Ansicht schnell um und sage, ja, wir brauchen da noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal bis hierhin, hä? Fenster fixieren, so. Okay, ja, das war jetzt nicht ganz die Idee. Gehen wir noch eins weiter runter. Genau. So, also ich habe jetzt da Geld und dieses Geld liegt natürlich, das sehe ich hier bei den Ausgaben auf der Grafik, hier zum Beispiel, liegt das da einfach herum und ich brauche jetzt das, um quasi meine Einnahmen zu decken. Einnahmen haben wir noch nicht viel, habe da noch gar nichts erfasst, sehe ich gerade. Machen wir mal das schnell noch. Und zwar sagen wir, wir haben natürlich da noch AHV-Renten. Und wir können da jetzt auch noch diesen BVG-Plan von vorne noch schnell erfassen. Machen wir da einfach Startwert 600, hatten wir gesagt, 2022, 2031, Beitrag 50.000, Zins 1%, dann nimmt eine Rente. So, und dann sieht das da etwa so aus. He? Genau, jetzt, da in diesem Falle gäbe es keine Liquiditätsplanung, wäre nicht unbedingt nötig, aber wir machen jetzt das ein bisschen spannender und sagen, er hat höhere Ausgaben. He? Und dann, logischerweise, ja, sind wir jetzt ein bisschen großzügig gewesen mit den Ausgaben. Aber er braucht Liquidität. Okay. Also wir haben hier dieses Vermögen, diese 600.000. Was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt diese Töpfe. Sag jetzt mal konservativ. Und dann haben wir Strategie ausgewogen und noch dasselbe in dynamisch. Beispiel, hä? Das seien alles Depots hier bei dieser Bank, wo er dann ist. Und jetzt habe ich hier natürlich dann unterschiedliche Renditen, weil ich kann ja das Geld unterschiedlich lange liegen lassen. Sage jetzt mal, auch die Besteuerung wird unterschiedlich sein, 75, 50 und der längste vielleicht 25%, weil wir hier einen höheren Aktienanteil haben. Das Ganze ist natürlich steuerbar. Gut,
Wann fangen wir an? 2022 beginnen wir mit dieser Strategie. Und was wir jetzt machen, wir schichten Geld um auf diese Strategien. Das machen wir hier unten mit der Möglichkeit, Umschichtungen zu tätigen. Das heißt, ich wähle jetzt das Empfängerkonto auf. Das sind eben diese Strategien hier. Und sage, das Geld folgt aus diesem Sparkonto. So, SS. Und sagen wir hier 200.000. So, jetzt wurde dieses Geld umgeschichtet vom Sparkonto auf diese drei Töpfe, sage ich jetzt mal. Und jetzt das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir schauen jetzt, wann benötigt der Kunde Geld. Also hier jetzt bereits 2027. Das heißt, ich könnte jetzt hier den ersten Topf auflösen. Oh, ist da hier noch eine Grafik? Schauen wir mal schnell. So. Ende 2027. Genau. Und jetzt sehen wir, fließt das Geld hier rein und dann geht es so weiter. Ich habe jetzt natürlich die Ausgaben relativ großzügig genommen. Machen wir mal 40.000, dass das ein bisschen realistischer ist. Also wir haben den ersten Topf haben wir aufgelöst. Den zweiten Topf lösen wir auf im Jahr 2032, bevor wir dann hier kein Geld mehr haben. 2032. Und den dritten Topf, den lösen wir auf. Ja, da hat es ein bisschen Zeit. 2047. So. Und jetzt haben wir quasi diese Etappenplanung hier abgebildet. Sehr schön ersichtlich auf der Grafik. Und eben das jetzt sichtbar machen, das sichtbar machen. Dazu wählen Sie am besten dieses Sheet Liquiditätsplanung. Weil hier haben Sie eben die Möglichkeit, also erstens mal sehen wir, dass wir kein Liquiditätsproblem haben, aber hier können Sie jetzt eben mit der Dropdown-Liste diese einzelnen Strategien auswählen und sichtbar machen. Und so eben dann im Beratungsgespräch mit dem Kunden das besprechen und sagen, schau mal, hier haben wir eine kurzfristige Anlage, das Geld lösen wir auf im 2027, übertragen das aufs Konto, das sehen wir hier, den Übertrag. Dann hast du wieder Liquidität bis ins Jahr 32, im 33, dann gibt es aus dem nächsten Topf wieder Geld und so weiter. Und das kann man dann hier sehr schön darstellen. Und was ich natürlich auch noch empfehlen kann, arbeiten Sie zum Beispiel mit Kommentaren, respektive Notiz, Auflösung, Strategie, ausgewogen. So, und dann sieht das der Kunde. Ups, er sieht es nicht. Genau. Also muss man da natürlich sagen, Notiz einblenden. Und so können Sie das noch ein bisschen kommentieren. Und wenn Sie das ausdrucken möchten, dann sollten ja dann die Kommentare erscheinen. Das machen Sie aber nicht. Aber kann man natürlich einstellen, dass die kommen. Und zwar unter Seite einrichten. Blatt, das letzte Registerblatt, Kommentare und Notizen, wie auf dem Blatt angezeigt. Okay, und dann erscheinen diese Bemerkungen auch auf Ihrem Output. Okay, das ist also eine interessante Geschichte mit diesem Blatt Liquiditätsplanung zu arbeiten. Gut, gehen wir gleich weiter im. Ja, hier haben wir das gemacht. So. Genau, Grafiken, Achsenskalierung gleichstellen. Das ist ja folgendermaßen die Situation, wenn Sie hier so einen Vermögensvergleich haben. Hier haben wir ein schönes Beispiel. Dann sieht ja das aus, als hätte der Kunde etwa in beiden Varianten gleich viel Geld. Ist aber nicht der Fall, weil eben, wie wir das auch hier sehen, die Achsenskalierung natürlich nicht gleich ist. Also Excel macht das selbst, die Skalierung der Achsen, und kommt dann zu diesem Bild hier. Und das könnte irreführend sein für den Kunden, weil er denkt sich, ja, ich habe etwa gleich viel Geld. Die Grafiken sind etwa gleich hoch, aber ist nicht der Fall. Klicken Sie dazu auf die linke Grafik und dann wird die Achsenbeschriftung gleichgesetzt. Klicken Sie auf die rechte Grafik, dann überlassen Sie Excel die Achsenskalierung. Aber empfehlenswert natürlich, dass Sie, bevor Sie Ihren Output erstellen, dass Sie hier das gleichsetzen. Und das braucht es bei den Einnahmen und Ausgaben.
genauso wie beim Vermögensvergleich. Bei diesen beiden Gruppen von Grafiken macht das Sinn. Gut, nächster Punkt, Planungstabellen. Hier habe ich einfach ein paar Bemerkungen. Die große Planungstabelle, Ausgangslage und Finanzplanung. Das meiste werden Sie sehr wahrscheinlich kennen. Ich schalte da mal, nicht, das wollte ich nicht, 115% habe ich hier, 115% hier. Oftmals kann es sinnvoll sein, dass Sie Zahlenreihen vergleichen. Und dazu schalten Sie am besten den Zoom-Faktor auf den gleichen Wert, gehen auf die gleiche Seite und dann haben Sie hier die Möglichkeit, mit diesem Knopf, mit dieser Schaltfläche schnell zwischen diesen beiden Szenarien hin und her zu schalten. Und Sie sehen dann eben relativ schnell, wo eine Unterscheidung, wo etwas anders daherkommt. Sie können auch logischerweise Nullzeilen ausblenden, das haben wir hier oben die Möglichkeit. Das wird dann etwas komprimierter oder diese wieder anzuzeigen. Und was es eben auch noch seit einiger Zeit jetzt wieder gibt, ist diese Detailansicht, die Details fürs Liquiditätskonto. Vorher hatten wir die nicht, da war es einfach eine Zeile, aber es war schwierig, einen Wert zu interpretieren. Warum habe ich hier jetzt zum Beispiel mit einem Minussaldo plötzlich mehr Geld auf dem Liquiditätskonto? Und dann musste man suchen. Und neu ist das doch sehr transparent. Man kann die Details anzeigen und dann sieht man, aha, hier gibt es eine Kontosaldierung. Ja, logisch, das habe ich vorhin eingebaut. Das ist diese Strategie konservative. Das habe ich da noch falsch geschrieben. Ja. Wo war ich da? Liquiditätsplanung. Nein, ausgewogen. Ja, das war konservative. Okay. Gut. Also das genau, umschalten, einschalten, umschalten. Und ja, auch noch interessant, das ist noch eine Philosophiefrage. Sie sehen hier Einkäufe BVG. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache hier in meinem Plan, habe ich ja noch ein bisschen Geld übrig, mache ich noch eine kleine BVG-Einkaufsstrategie. Also ich gebe da mal noch 3x 20.000 Franken in die Pensionskasse rein, gibt mir natürlich oder sollte mir dann Steuervorteile bringen. Aber was ich eigentlich zeigen möchte, ist, wie werden diese Einkäufe dargestellt? Sie haben hier eine Zeile, aber die Einkäufe erscheinen nicht. Sie haben beim Vermögen natürlich die Einkäufe, bei den Steuern die Einkäufe berücksichtigt. Also das heißt, in diesem Fall gibt es einfach einen Aktivtausch. Die Einkäufe werden direkt im Konto belastet und in die Pensionskasse einbezahlt. Jetzt gibt es aber gewisse Finanzplaner, die möchten das anders dargestellt haben, nämlich eben, dass die Einkäufe wie ein 3a-Abzug dargestellt wird im Budget. Und da haben Sie hier die Möglichkeit, BVG-Einkäufe wie Ausgaben behandeln. Also das heißt, Sie klicken das an, schalten das ein. Und wenn Sie jetzt auf die große Tabelle gehen, dann sehen Sie, dass jetzt diese, hier haben wir sie, die Einkäufe, quasi im Budget erscheinen. Genau, also das sind die beiden Möglichkeiten betreffend BVG-Einkäufe. So, machen wir weiter. Planungstabellen, was ist der nächste Punkt? 16 Kapitalauszahlung. Genau, hier ist es ja so, ich zeige das einfach, Sie hatten ja die Möglichkeit, hier noch ein zusätzliches Auswertungsblatt, Kapitalauszahlungen beizufügen. Also sprich, wenn Sie 3a-Konten haben, die Sie dann sich auszahlen lassen, können Sie das auf diesem Blatt sehr schön darstellen, so wie ich das hier auf der Präsentation habe. Dann sieht man die vier Konten, habe ich schön gesplittet, nicht alles im gleichen Jahr. Bisher war das nur so. Neu können Sie die Steuern sich anzeigen lassen und was auch seit einiger Zeit möglich ist, ist, dass Sie eben die Ausgangslage noch gegenüberstellen können, damit der Kunde eben sieht, aha, wenn ich jetzt keine Planung gemacht hätte, dann hätte mich das 13.000 Franken gekostet und jetzt mit der Planung noch 9.900. Also Sie können den Steuervorteil durch dieses Splitting aufzeigen. Sie finden das unter Einstellungen hier unten, Kapitalauszahlung mit Ausgangslage und Kapitalauszahlung mit Steuern, können Sie hier einschalten, wenn Sie das auf diesem Blatt so haben möchten. Nächster Punkt, 17,
Blatt Zinsen und Konditionen anpassen. Sie haben in der Planung eine Seite Zinsen, Konditionen, die sieht da etwas langweilig aus, ist sie eigentlich auch, aber man kann die natürlich viel spannender gestalten. Nämlich, Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, das wirklich sehr schön zu gestalten und direkte Bezüge zu machen, dynamische Bezüge, um eben Vermögensvorteile oder Steueroptimierungen darzustellen. Dazu arbeiten Sie einfach auf dieser Seite. Also Sie können da mal alles löschen, was da drin ist. Sie können auch die, die Linien entfernen. Und hier habe ich noch so einen verbundenen Bereich. Der ist 9 Zeilen hoch. Wenn Sie den auch noch anders gestalten möchten, dann nehmen Sie einfach einen Bereich, der ist genau gleich hoch, kopieren den und hauen den da rein. Und dann haben Sie hier auch wieder einzelne Zellen. Jetzt haben Sie ein Blatt, das Sie bearbeiten können. Da kann man mal unter Einstellungen den Titel noch ändern. Irgendwo hier Titel Zinsen, sagen wir mal zusammen. Fassung und dann würde ich das in der Regel mit einem großen Z schreiben, genau. Und dann haben wir hier das schon mal vorbereitet. Und ich habe jetzt hier noch das ein bisschen vorbereitet für diese Präsentation. Also ich kann jetzt da zum Beispiel meine Darstellung, so wie ich sie haben möchte, hier einbauen. Das würde man natürlich alles dann von Hand natürlich schön gestalten etc., wie man dann das halt haben möchte mit den Farben und den Überschriften und so weiter. Kann man da reinschreiben. Und was Sie machen, Sie arbeiten hier, weil wir sind ja im Excel gleich mit Summen und beziehen sich zum Beispiel auf irgendeinen Wert aus Ihrer Tabelle, ein Steuerbereich, eine Steuereinsparung oder was es auch dann ist. Und wenn Sie natürlich dann weiterarbeiten mit Ihrem Finanzplan, werden diese Zahlen automatisch aktualisiert. Also das ist sicher eine interessante Sache, das zu gestalten. Wenn Sie eine leere Finanzplanungsvorlage nehmen und das gestalten, dann würde ich dann halt auch diese Vorlage separat abspeichern, damit Sie immer mit dieser Mustervorlage dann wieder neue Pläne erstellen können. Gut, gehen wir weiter. Seitenzahlen für Inhaltsverzeichnis anpassen, das ist einfach ein Hinweis, Seitenzahlen abhängig von Anzahl Seiten. Macht Sinn diese Aussage? Hä? Macht absolut Sinn. Wenn Sie zum Beispiel standardmäßig auch die Tabellen ausdrucken, dann sind das jeweils 4 Seiten, diese Tabellen. Das ist so standardmäßig eingestellt. Mal schauen, hier. Wenn ich da auf die Druckvorschau gehe, dann sehe ich da hier 4 Seiten. 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche für den Kunden mehr Seiten, dann kann ich in der Druckvorschau, kann ich da natürlich weitere Seiten hinzufügen. Und jetzt habe ich 8 Seiten. Und jetzt stimmt das Inhaltsverzeichnis natürlich nicht mehr. Also jetzt müsste ja hier dann eine andere Zahl erscheinen. Und Excel ist hier ein bisschen nicht so intelligent. Und man müsste das mit Programmieraufwand einbauen. Ich habe jetzt mir gesagt, nein, ich gehe da einfach beim Druckmenü und gebe hier die Möglichkeit zu sagen, diese Seite Ausgangslage hat jetzt eben 8 Seiten und dann wird dann das Inhaltsverzeichnis eben auch richtig generiert. Für das ist diese Zeile hier gedacht oder diese Eingabemöglichkeit, dass Sie das angeben können. Ja. Nächster Punkt, Speichern als traditionelle Excel-Arbeitsmappe. Das würde ich Ihnen sowieso empfehlen. Wenn Sie einen Finanzplan erstellen, speichern Sie den vielleicht gerade zu Beginn und wählen Sie diese Möglichkeit hier als traditionelle Excel-Arbeitsmappe. Ich persönlich empfehle das Ihnen. Es macht es Ihnen einfacher, mit dem Finanzplan zu arbeiten. Sie müssen dann den Umweg nicht via Text vergehen. Sie können direkt diese Excel-Datei öffnen und damit weiterarbeiten. Sie können Ihren Finanzplan kopieren, verschiedene Versionen erstellen. Ich denke, das ganze Handling läuft einfacher. Todesfall abbildbar? Ja, ist möglich. Diese Frage wurde mir häufig gestellt. Da geht es ja hauptsächlich darum, quasi Einnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt anzupassen. Und Sie haben das vielleicht mal auch schon gesehen unter Einnahmen.
haben Sie die Möglichkeit, eine Einnahmenveränderung darzustellen, indem dass Sie hier sagen, ich möchte zum Beispiel, dass im Jahre 2035 die AHV-Rente der Person 1 auf 0 herunterfällt und die BVG-Rente von Person 1 auf 60%. Und dann haben wir im Jahr 2035, haben wir hier dann diese, wir sehen das hier, wie die Einnahmen dann heruntergehen von 86.000 auf 47.000. Also Sie können mit dieser Tabelle, können Sie Einnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt prozentual verändern. So, was haben wir noch? Drittletzter Punkt, Konkubinat, was nun? Das Konkubinat ist nicht direkt abbildbar mit dieser Finanzplanungsvorlage, weil wir eine Steuerberechnung durchführen. Im Konkubinat brauchen Sie aber zwei Steuerberechnungen, nämlich für jede einzelne Person. Wie haben wir das gelöst? Es ist so, dass Sie in diesem Fall für Person 1 und für Person 2 jeweils einen Finanzplan erstellen. Weil Sie sind ja im Konkubinat, weil Sie Ihre Einnahmen und Ihre Vermögen alles für sich haben wollen, aber dann wollen Sie dann gleich trotzdem irgendwie im Finanzplan vielleicht eine Konsolidierung sehen. Und wir haben da eine Beta-Version, eine Konsolidierungsdatei, die Ihnen das ermöglicht. Und jetzt will ich mal schnell schauen, ob ich Ihnen das zeigen kann hier. Also ich denke, das sollte ich hinkriegen. Versuch's mal. Was machen wir? Wir haben einen ersten Finanzplan. Ich öffne den jetzt mal. Genau, das wäre jetzt hier Daniel Grob als Beispiel. Und dann haben wir noch einen zweiten. Und das, so wie gesagt, das ist eine Beta-Version. Jetzt hat er mir den hier aufgetan. Mal schauen. Das da noch mal schließen. So. Also den Grob und Daniel Grob und seine PartnerInnen. So, jetzt geht das auf. Et voilà. Hier haben wir den zweiten und jetzt haben wir so eine Konsolidierungsdatei erstellt. Die Konsolidierungsdatei für zwei Personen, schwupp. Und hier haben Sie die Möglichkeit, diese Pläne auszuwählen. Hier können wir also jetzt den Pfad auswählen und sagen, wir möchten hier den Grob, okay, und dann eben Jack auswählen. So, dann haben wir beide drin und was wir dann als Resultat haben, ist quasi eine Konsolidierung dieser beiden Finanzpläne in einer neuen Datei, die uns eben ein gemeinsames Budget bietet, eine gemeinsame Vermögensbilanz. Also jetzt geht er in den jeweiligen Dateien, geht er die Werte holen und das quasi dann in einer Datei fügt er das zusammen. Wie gesagt, es ist eine Beta, wir sind hier in einer Beta-Phase. Sollten Sie Interesse haben an dieser Vorlage, dann können Sie das am Schluss dann bei der Umfrage ins Bemerkungsfeld reinschreiben. Dann stellen wir Ihnen diese gerne zu, dann können Sie mit dieser mal ein bisschen arbeiten. Hier muss man einfach sagen, Sie brauchen einen relativ leistungsfähigen PC. Also sprich, wenn Sie mehrere Finanzplanungen in der gleichen Excel-Instanz öffnen wollen, dann kann das ein bisschen dauern. Es sei denn, Sie haben einen guten Prozessor. Hier jetzt in diesem Fall ist es ein Intel, ein i9. Genau. Ja, das wäre noch das Konkubinat. Und wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, wir sind nämlich schon quasi ein bisschen zu weit hier mit der Zeit, aber wir kommen hier noch ein paar Tipps zum allgemeinen Excel-Handling. Und dann ist es schon der zweitletzte Punkt. Erinnern Sie sich daran, Sie sind im Excel, Sie können in Zellen Berechnungen durchführen. Arbeiten Sie mit Kommentaren und Formen. Das haben wir gesehen, also zumindest die Kommentare. Sie können aber auch Formen einbauen. Dann Zielwertsuche, zum Beispiel für Umwandlungssatz und Endwert. Das ist vielleicht noch interessant, die Zielwertsuche. Machen wir hier mal schnell, gehen wir da in unseren Finanzplan. Jetzt haben wir schon so viele Finanzpläne offen hier. Als Beispiel. Hier,
Stellen Sie sich vor, auf dem Leistungsausweis der Pensionskasse steht, die Rente beträgt 40.000 Franken. Und jetzt können Sie natürlich da anfangen, pröbeln, bis Sie auf diese 40.000 kommen. Da kann man den ganzen Nachmittag herumspielen, bis man da irgendwie auf die 40.000 kommt. Besser ist es, Sie arbeiten mit der Zielwertsuche. Und die finden Sie unter Daten. Im Hauptmenü Daten von Excel gibt es die Was-wäre-wenn-Analyse, eine Zielwertsuche, die ist interessant. Ein kleines Fenster. Hier sagen Sie, welches ist die Zielzelle? Das ist jetzt hier in diesem Fall die BVG-Rente. Und was ist der Zielwert? 40.000 Franken. Was ist die veränderbare Zelle? Das ist dieser Prozentsatz, der Umwandlungssatz. Und dann sage ich, okay. Und in wenigen Bruchteilen von Sekunden findet Excel dann die korrekte Lösung, den Umwandlungssatz. Und Sie kommen genau auf diese 40.000. Das ist noch interessant. Zeilenfixierung haben Sie gesehen. Ich kann Zeilen fixieren. Das haben wir gemacht. Und neues Fenster lassen wir weg. In Tabellenblätter sich bewegen. Ja, das ist noch wichtig. Wir haben ja relativ viele Tabellenblätter hier. Und das kann dann etwas mühsam sein, wenn Sie da ganz nach hinten müssen. Einfacher, Sie halten die Control-Taste gedrückt und klicken auf diese Pfeile links oder rechts mit Control und dann auf den linken Pfeil springen Sie ganz nach vorne und mit Control auf den rechten Pfeil springen Sie ganz nach hinten. So können Sie relativ schnell durch die Finanzplanung navigieren. Genau, zweite Excel-Instanz ist noch interessant. Ich habe jetzt alle Finanzpläne, die da offen sind, in der gleichen Excel-Instanz geöffnet und bei langsameren PCs kann das dann ewig lange dauern oder es kann auch sein, wenn Sie aufhören mit der Finanzplanung und das Schließen, dass dann irgendwie Excel noch eine Weile braucht, bis alle Verknüpfungen aufgelöst sind und Excel geschlossen ist. Und das ist dann mühsam, wenn Sie da warten müssen und Sie wollen mit Excel weiterarbeiten. Starten Sie einfach eine zweite Excel-Instanz. Wie geht das? Das geht folgendermaßen, indem dass Sie, mal schauen, indem dass Sie auf die Excel, das sehen Sie jetzt natürlich nicht, das sehen Sie nicht. Okay, das geht mit, indem dass Sie, zeige ich Ihnen das jetzt, mal schauen schnell, den Bildschirm vielleicht wechseln, teilen und den anderen Bildschirm hier. Okay, hier müssen Sie das jetzt sehen. Genau, machen wir das mal zu. So, hier haben wir das Programm und ich klicke jetzt einfach, ich drücke die Alt-Taste, ich halte diese gedrückt und klicke dann auf die rechte Maustaste und wähle Excel starten und dann sollte eine Meldung erscheinen, die sieht jetzt hier aus, so möchten Sie eine neue Instanz von Excel starten und dann sagen Sie einfach ja und jetzt sind Sie quasi wie in einem zweiten Excel-Behälter drin. He? Okay, das einfach noch so mit der zweiten Excel-Instanz finde ich noch sinnvoll. Gehen wir zurück auf diesen Bildschirm hier und mal schauen, was wir da noch haben für Sie. Das wäre das. Ah ja, wichtig natürlich, kopieren, einfügen, das ist okay. Kopieren und einfügen in der Finanzplanung ist zugelassen, das gibt kein Problem. Anders sieht es aus, wenn Sie ausschneiden oder verschieben, dann, ups, ja, dann, nee, machen wir das so, hä? Ausschneiden und verschieben eher nicht, weil so können Sie die Datei kaputt machen. Excel hat da eine Achillesferse und das ist immer, wenn Sie Zeilen verschieben, also hier zum Beispiel oder so, sage ich, ah, ich nehme jetzt das hier runter, zack, tue das hier hin. Und schwuppdiwupp habe ich Bezugsfehler und frage mich, was ist da passiert? Und wenn Sie dann weiterarbeiten und nicht mehr rückgängig machen können, dann ist es dann definitiv genau am Ende. Aber eben darum, bitte nicht ausschneiden und nicht verschieben. Ja, und der letzte Punkt noch, und dann entlasse ich Sie in diesen Winternachmittag. Sie haben natürlich die Möglichkeit, mit eigenen Auswertungen auch zu arbeiten. Wir haben Kunden, die sagen, ich möchte da meine eigene Auswertung, mein eigenes Layout, möchte das Hochformat, nicht Querformat oder wie auch immer. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Ihre Auswertung mit unserer Finanzplanung verbindet. Gibt ein bisschen Arbeit, aber ist überschaubar. Wir verknüpfen das, wir verbinden das dynamisch und Sie nutzen quasi die Finanzplanungsvorlage als Engine, als Berechnungsmotor.
und stellen dann ihre Werte in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Layout und Finanzplan dar. Genau, da kann ich Ihnen dann auch gerne noch Informationen geben, wenn Sie das interessiert, wie das gehen würde. Ja, jetzt sind wir da relativ zügig durch. Ich habe massiv überzogen, tut mir leid. Ich will Sie da natürlich nicht zu lange hinhalten, aber wir haben es geschafft. Wir sind am Ende. Nein, wir sind am Schluss. Wir sind nicht am Ende. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie den Chat. Ich weiß gar nicht, ich konnte das gar nicht überwachen, ob da noch irgendwelche Fragen reingekommen sind. Sehe ich jetzt da. Wie sieht es mit Kapital, Teilbezug und Rest als Rente aus? Ja, ein Klassiker natürlich, Klassikerfrage. Jetzt habe ich natürlich meine Dings kaputt gemacht hier. Ne? Mal schauen, haben wir hier noch eine Möglichkeit, das darzustellen. Der Klassiker ist genau Teilbezug, Kapital und der Rest als Rente. Hier habe ich jetzt eingestellt, alles als Rente. Diese 634.000 Franken, die werden mir hier mit diesem berechneten Umwandlungssatz in eine 40.000 Franken Rente umgewandelt. Wenn jetzt der Kunde sagt, ich möchte die Hälfte oder 300.000 Franken beziehen, dann ist das sehr einfach. Sie geben einfach im entsprechenden Jahr in der unteren Hälfte Vorsorgekapitalauszahlung im Jahr 2031, geben Sie den Betrag von 300.000 an, dann wird das hier abgezogen und umgewandelt wird jetzt natürlich nur noch der Restbetrag, nämlich die 300.000 Franken zu dem richtigen Umwandlungssatz und die übrigen 300.000 Franken sind mir hier auf das Konto überwiesen worden und natürlich die Besteuerung müssen wir hier auch noch finden. Im Jahr 2031 haben wir hier noch eine Steuer. 16.000 Franken Steuern. Also Geld ausgezahlt, sehen wir auch hier 300.000 auf dem Liquiditätskonto eingegangen, richtig besteuert und der Rest als Rente. Gut, das wäre diese Frage. Viel mehr Fragen haben wir nicht. Dann hat mein Kollege Peter bereits genau den Link auf die Umfrage. Das ist nämlich jetzt der letzte Punkt. Sie finden im Chat einen Link und eine ganz kleine Umfrage dauert eine Minute oder so. Haben Sie die Möglichkeit zu sagen, wie gut oder eben weniger gut Sie dieses Webinar gefunden haben. Da wären wir sehr froh und dankbar, wenn Sie uns ehrlich die Meinung sagen, genau, damit wir uns verbessern können. Wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, nicht so lange überziehen. Werde ich mir vornehmen für das nächste Mal. Genau. Wie gesagt, wir haben dieses Webinar aufgezeichnet und stellen Ihnen dann den Link zur Verfügung, ebenso die Unterlagen, die Sie gesehen haben. Was die Konsolidierungsdatei betrifft, geben Sie uns hier eine kurze Notiz, wenn Sie solche Fälle haben und das mal ausprobieren möchten. Stellen wir Ihnen diese gerne zu. Zukünftig wollen wir dann diese Konsolidierungsdatei direkt im Zusatzpaket Finanzplanung mit anbieten. Selbstverständlich, das sollte dann keine weiteren Kosten generieren. Nein, wird es nicht. Preis bleibt nach wie vor günstig. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihr Mitmachen. Hoffe, Sie konnten etwas profitieren. Wenn Sie schon alles gewusst haben, dann können Sie sich glücklich schätzen, Sie haben Ihre Investition voll ausgekostet und wenn ich doch ein paar Tipps mitgeben konnte, dann haben Sie auch profitiert. Ich danke Ihnen, danke auch, dass Sie Taxware nutzen und mit dieser Finanzplanungsvorlage arbeiten und wenn Sie das bisher nicht gemacht haben, dann machen Sie es. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Nachmittag noch und eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.